Hi Leute und herzlich willkommen zurück bei Jobware TV. Schön, dass ihr da seid. In diesem Video zeigen wir euch ein echtes und vollständiges Bewerbungsgespräch, damit ihr nachvollziehen könnt, wie so ein Gespräch ablaufen kann. Ich war in einem Vorstellungsgespräch bei der Team GmbH und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Ich bin gespannt, was ich gut und was ich schlecht gemacht habe und vielleicht könnt ihr ja das eine oder andere für euch mitnehmen. Los geht's! Ja, Erdrich, schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch sehr. Herzlich willkommen hier bei Team. Und ja, wir haben ja am Telefon schon ein bisschen miteinander gesprochen. Schön, dass es heute hier persönlich vor Ort geklappt hat, in Paderborn. Ich gebe Ihnen einfach mal eine Karte rüber. Ja, vielen Dank. Wenn irgendwas ist, gerne. Mhm. Und wir wollen heute sprechen über das Thema Vertrieb-Logistiklösung. Wie geht es Ihnen erstmal? Vielleicht ein bisschen aufgeregt, aber das ergibt sich ja hoffentlich im Gespräch. Alles gut. Ja. Ich denke, vor dem Hintergrund legen wir einfach mal los. Mhm. Vertrieb-Logistiklösung, vielleicht bevor wir damit jetzt einsteigen, ganz kurz nochmal eben zu Ihrer Vita. Ja, gerne. Also in den letzten 12 Jahren war ich halt selbstständig bzw. freiberuflich unterwegs. Aktuell zum Beispiel bin ich damit beschäftigt, also als Veranstaltungsmanager. Ne? Das heißt, es gibt eine Großveranstaltung im Ruhrgebiet, für die ich mitverantwortlich bin. Mhm. Also sowohl für die Organisation als auch für das Marketing und für den Vertrieb bzw. die Akquise von Partnern. Das ist sehr erfolgreich abgelaufen seit 2018, also mit wirklich sehr guten Besucherzahlen. Außerdem halt für Jobware tätig im Bereich Bewerbungscoaching für Bewerber vor Ort auf Messen oder auch eben online bei Online-Vorträgen als Moderator für einzelne Auftraggeber. TV-Vertrieb habe ich gemacht, Vertrieb auch klassisch, Telefonvertrieb im Inbound und im Outbound. Die Selbstpräsentation war antichronologisch, aber vielleicht ist das nicht so ganz klar geworden. Ich hätte Jahreszahlen und Unternehmen nennen sollen, bei denen ich bereits gearbeitet habe. Zum Abschluss wäre es noch besser gewesen, das Studium oder die Ausbildung zu erwähnen, um das Bild abzurunden. Und jetzt ist es ja so, dass Sie von dem Vertrieb im Grunde sehr gut reingekommen sind, entsprechend gut Fuß gefasst haben. Das Thema Technik wäre jetzt im Grunde eine neue Komponente für Sie. Trauen Sie sich das zu? Traue ich mir zu und möchte ich auch lernen. Ja. Tatsächlich muss ich sagen, dass gerade im Bereich Warehouse-Management oder Intralogistik, das ist ein Bereich, der mich sehr interessiert, weil ich das auch teilweise bei Unternehmen schon gesehen habe, für die ich als selbstständiger Dienstleister gearbeitet habe. Ich halte das für absolut relevant, dass man also anspruchsvolle, moderne IT-Lösungen hat für Unternehmen, um da eben Prozesse zu optimieren. Hier hätte ich noch konkrete Beispiele nennen können, wie ich die Software gerne angewendet hätte. Es ist also immer gut, wenn man konkrete Beispiele aus seiner Berufserfahrung gibt. Mit welchem Ziel würden Sie diesen Job machen wollen? Mein Ziel ist das, dass ich eine nachhaltige Position hier bei Ihnen erlange. Also nachhaltig in dem Sinne, dass ich sage, das ist, ich möchte gerne eine längere Zusammenarbeit. Okay. Ja. Jetzt haben wir ja in dem Interview am Telefon, haben wir ja schon so ein Stück weit über die Tätigkeit, über das Anforderungsprofil dieser Ausschreibung gesprochen. Wir haben bislang weniger über das Unternehmen gesprochen. Mhm. Haben Sie sich informiert, was wir für ein Unternehmen sind? Ja, also ich habe tatsächlich ein bisschen recherchiert, habe auch Ihren Imagefilm angesehen. Also wie ich es verstehe, ist ja Team GmbH einer der führenden Anbieter von IT-Lösungen, sowohl mit eigenen Softwareprogrammen, also zum Beispiel das ProStore-Programm, wo man sagt, dass man da Programme oder Standardprogramme zwar von der Team GmbH für bestehende zum Beispiel Intralogistikprogramme anbieten oder Kunden anbieten kann, die an bestehende Systeme zwar andocken können, aber diese bestehenden Systeme auch noch erweitern können oder gegebenenfalls ersetzen. Und dann eben, was ich ja wirklich auch sehr interessant finde als Premium-Partner von Oracle, also auch einer der führenden Oracle-Anbieter. Mhm. Und dazu muss ich noch sagen, das, was mir auch sehr gut gefiel, dass Sie scheinbar, so kommt es rüber, sehr auf partnerschaftliche Zusammenarbeit setzen, sehr auf Offenheit, Menschlichkeit und also dieses Interesse an den Produkten und an dem, wofür die Produkte da sind, nämlich diesen anspruchsvollen IT-Lösungen und auch der Form. Das spricht mich total an. Das heißt, Sie sind auch ein Mensch, der diese Charakterzüge, Wertschätzung, partnerschaftliches Verhalten schätzt, absolut, lebt, abbildet? Ich versuche es zu leben. Das gelingt vielleicht nicht immer. Aber trotzdem hinterfrage ich mich auch selbst. Hat man so gelebt, was dem entspricht, was man sich vornehmen möchte? Und ich denke, dass diese gegenseitige Wertschätzung, dass
das ja auch innerhalb eines Unternehmens, ganz gleich in, auf welcher Position. Das sehe ich ja so, wie ein, wenn man ein Team ist, das ist wie eine Maschine, in der jedes Zahnrad ins andere greifen muss, sei es noch so groß oder klein. Mhm. Und deswegen halte ich das für eine Grundlage von Zusammenarbeit, dass es da eine gegenseitige Wertschätzung auf allen Ebenen gibt, denn sonst funktioniert es nicht. Die Metapher mit der Maschine und den Zahnrädern ist mir gut gelungen. Es ist immer gut, wenn man anschauliche Bilder baut, um seine Meinung zu verdeutlichen, denn so prägt sie sich ein. Machen Sie es im Privaten genauso? Ich versuch's, wie gesagt. Ja, aber klar, okay. Das ist natürlich, das versuche ich halt zu übernehmen und auch zu leben. Weil diese, ja. Sonst gibt es ein Gefälle. Wenn man sich nicht gegenseitig wertschätzt, dann gibt es eine Schieflage und ein Gefälle und dann steht man irgendwann alleine da und ganz allein hat es noch keiner geschafft. Okay. Ich würde jetzt gerne mal auf Ihre persönlichen Stärken gehen. Mhm. Ja? Was zeichnet Sie aus? Mhm. Was zeichnet mich aus? Also die Kommunikationsstärke, das denke ich, ist ganz klar. Das habe ich auch fachlich in meiner Karriere immer wieder bewiesen. Ich glaube, eine Stärke von mir, berufliche Stärke, wenn ich das nennen darf, ist die, dass ich habe eine Hartnäckigkeit kombiniert mit einer Zielstrebigkeit. Ja, heißt also, ich habe jetzt das Thema Kommunikation, ja. Wir machen es ganz kurz, zweiter Punkt. Zielstrebigkeit, okay. Weiter? Kreativität. Okay. Zeigt sich wo? Im Finden von Lösungsansätzen, wenn es scheinbar keine Lösung mehr geben könnte. Ist es schon mal so, dass es schon mal Feedback bekommen hat? Ich sag mal, das Thema Kommunikation, Zielstrebigkeit und Kreativität. Mhm. Dass ein Partner, Geschäftspartner, Freund ihm diesbezüglich schon mal Feedback gegeben hat? Würde er das so stützen? Ja, hinsichtlich der Kreativität auf jeden Fall, der Zielstrebigkeit auch. Was war der dritte Punkt? Kommunikation? Ja, definitiv, das ist auch ein Steckenpferd. Aber jetzt bleiben wir mal bei dem Freund. Ja? Wir haben dieses Thema Kommunikation, Zielstrebigkeit und Kreativität. Sie haben die Person im Kopf. Ja. Was würde die sonst noch sagen zu dem Herrn Hertrich? Dass ich manchmal vielleicht ein bisschen verrückt bin und unkonventionell. Okay, aber jetzt kann ja dieses Thema verrückt, unkonventionelle Wege, das kann ja so oder so ausgelegt sein. Wie stelle ich mir das jetzt vor in der Praxis? Mhm. Was heißt das? Aber das heißt in der Praxis auch, dass ich manchmal Energien entwickeln kann, gerade bei so einer Zielstrebigkeit, dass Leute dadurch vielleicht ein bisschen überrascht und abgeschreckt sind. Diesbezüglich auch schon mal angeeckt? Ja, klar, weil das eben teilweise dann eine überraschende Reaktion ist. Hier hätte ich auch mal ein Beispiel geben können, wann und wo mir ein Vorgesetzter Feedback gegeben hat. Also immer konkret sein im Vorstellungsgespräch und mit echten Beispielen untermauern. Aber wie gehen Sie jetzt damit um? Mit diesem konstruktiv negativen Feedback? Mhm. In Gesprächen zuhören. In Gesprächen gemeinsam herauszufinden, niemals dogmatisch von keinen Seiten aus, sondern annehmen, analysieren und sich befragen, gegenseitig befragen, was kann ich auch noch besser machen. Ja. Würden Sie das auch vom Vorgesetzten annehmen? Ich gehe davon aus, es ist eigentlich für mich eine Selbstverständlichkeit, das anzunehmen, weil ich tatsächlich nur dann in einem Unternehmen oder auch mit einem Vorgesetzten zusammenarbeiten könnte, wenn diese Führungskompetenz, also ich denke mal, Grundlagen entspricht, die auf einer Empathie basieren, die auch auf einer eigenen Kritikfähigkeit basieren, auf einer Offenheit basieren. Mhm. Weil ich sehe es als Zusammenarbeit. Wenn der Vorgesetzte anführt und weist und das ganze Team handelt nur weisungsorientiert und hinterfragt das nie. Ich glaube grundsätzlich, das muss nicht jeden Tag passieren, aber dass man grundsätzlich innerhalb eines Unternehmens im Austausch bleibt, sodass sich der Vorgesetzte fragt, auch welches Feedback kriege ich von meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Wo habe ich vielleicht noch nicht dran gedacht? Also um sich regelmäßig gemeinsam auszutauschen, um auch wiederum neue Impulse setzen zu können und gemeinsam voranzukommen. Mhm. Ist das für Sie wichtig, dieser Austausch, dieser Dialog? Okay. Ja. Ist in unserem Hause eine Frage der Kultur, die entsprechend auch gelebt wird. Und ich habe jetzt das Thema Kommunikation, Zielstrebigkeit, Kreativität, dann die Person, die Sie im Kopf haben mit verrückt und unkonventionell. Gibt es denn auch Dinge, wo Sie sagen, da habe ich noch so einen schwarzen Fleck, da möchte ich mich noch stärker ausbilden? Im Zeitmanagement. Entschuldigung? Im Zeitmanagement, okay. Ich neige manchmal eher zu Perfektion.
tatsächlich. Das ja. könnte die Person auch über mich sagen, dass ich ja. vielleicht manchmal ein bisschen zu perfektionistisch bin. Ja? Dass ich mal so ein achtbeiniges Schwein baue zum Beispiel. Das Schwein steht ja schon auf vier Beinen, aber ich gehe dann vielleicht manchmal zu sehr auf Sicherheit. Andererseits schaffe ich damit auch wirklich sichere Abschlüsse für das Unternehmen und eine Verlässlichkeit, eine Akribie. Aber da möchte ich gerne noch ein bisschen dran arbeiten und tue das natürlich auch schon. Das fällt mir nicht jetzt gerade ein, ne? Sondern das geht aus einer Analyse hervor. Zeitmanagement als Schwäche zu nennen, ist natürlich hochriskant. Das kann sofort zum Ausschluss führen, gerade in einem Vertriebsjob. Immerhin war ich aber ehrlich und habe meinem Mangel noch etwas Positives abgewinnen können. Also steht zu euren Schwächen, formuliert sie positiv, aber nicht nur das. Arbeitet auch wirklich daran, euch zu verbessern, um höhere Chancen im Berufsleben zu haben. Jetzt haben wir im Vertrieb ja Zeitachsen. Mhm. Ja, das heißt, das Angebot ist draußen und es kommt richtig Druck auf die Pipeline. Mhm. Zeitmanagement könnte kritisch werden. Mhm. Sie sind gefordert. Sie möchten die Dinge erreichen. Mhm. Was tun Sie? Ich laufe zur Höchstform auf. Okay. Ja, denn gerade das Zeitmanagement, je näher die Deadline rückt, umso mehr die wird eingehalten. Ja. Arbeiten Sie unter Druck am stärksten? Ja. Wie kommen Sie dann, ich sag mal, hier passend runter? Mhm. Naja, also ich habe schon so viel Berufserfahrung, dass ich sage, dass ich auch tatsächlich tagelang, wochenlang unter extremem Druck arbeiten kann. Hier hätte ich mir ein konkretes Beispiel gewünscht. Ich hätte zum Beispiel Freizeitaktivitäten nennen können, die meine Fähigkeiten im Job sogar unterstreichen. Wenn wir jetzt hier mal bei Team bleiben. Mhm. So, wir haben jetzt so ein bisschen über die Tätigkeit Einblick bekommen. Sie haben ein bisschen Einblick bekommen über Team als solches. Wir schauen mal in den Spiegel und sehen uns 5 Jahre später. Mhm. Wo sehen Sie sich, Herr Ettrich? Ich sehe mich in 5 Jahren dann immer noch hier. Um am liebsten mit Ihnen an diesem Tisch, um die nächsten 5 Jahre zu planen. Also ich meine es ganz ernst zu sagen, ich bewerbe mich auf diese Stelle deswegen, weil ich an einer langfristigen Beschäftigung interessiert bin, nachhaltige Zusammenarbeit. Und wenn die so positiv sich ergibt, wie ich glaube, es leisten zu können anhand der ausgeschriebenen Stelle, so wie ich die ausgeschriebene Stelle lese. Ich glaube, wenn sich diese Zusammenarbeit in den nächsten Jahren so positiv ergibt, dann ergibt sich auch positive Ergebnisse im Privatleben. Mhm. Und das Thema Distanz, Essen, Paderborn, ist das lösbar? Ich habe das tatsächlich schon intern besprochen, also nach Gesprächen mit Familie und Freunden und auch nach einer Selbstbefragung entschieden, für mich wäre auch ein Umzug absolut möglich oder sogar gewünscht. Okay, gut. Wenn wir jetzt im Grunde mal gucken, mich würde mal interessieren, Vertriebstätigkeit war in unterschiedlichsten Branchen, waren Sie unterwegs, haben die unterschiedlichsten Events mitgestaltet, organisiert. Das größte Highlight, was kommt Ihnen da spontan in den Kopf? Der größte Erfolg ist sicherlich der, dass wir die Veranstaltung im Jahr 2018 haben wir die zum ersten Mal durchgeführt. Und Sie müssen sich vorstellen, am Eröffnungstag, da waren ja viele Partner, viele Unternehmen auch vertraglich gebunden, die auch mit einem Risiko reingegangen sind, die nicht wussten, was passiert jetzt tatsächlich. Ja. Und dann wurden die Tore geöffnet, was zum ersten Mal durchgeführt wurde. Und dann kommen 15.000 Menschen. Okay, was hat das mit Ihnen gemacht? Naja, das hat mir Gänsehaut bereitet, die ich jetzt auch tatsächlich unterm Sakko habe, sonst würde ich sie Ihnen zeigen. Weil das sind Momente, die sind dann nicht messbar, die kann man, glaube ich, die sind auch messbar, weil man das an tatsächlichen Umsatzzahlen dann messen kann. Und daraus hat sich natürlich eine totale Zufriedenheit eingestellt bei denjenigen, die daran mitgearbeitet haben. Aber das sind dann auch emotionale Momente, wo man sich dann freut, Mensch, da hat man doch irgendwie mal was richtig gemacht. Und das sind dann so Highlights im Berufsleben. Das ist im Grunde ja auch das, was wir brauchen. Wir suchen Mitarbeiter, kreative Köpfe, die brennen. Die brennen für unsere Produkte, für unsere Lösungen, die wir den Kunden entsprechend anbieten. Und diese Gänsehaut, von der Sie eben sprachen, das ist das, was für uns da wichtig ist. Und genau diese Fähigkeiten und diese Dinge sollte dieser Mitarbeiter mitbringen, um da entsprechend erfolgreich zu sein. Da habe ich einen guten Punkt gemacht. Frau Sommer hat meine Begeisterung sofort gespürt. Sicherlich kennt ihr auch besonders tolle Momente. Redet auch im Vorstellungsgespräch über eure Erfolge. Gut. Gibt es denn Dinge, einfach zum jetzigen Zeitpunkt, die Sie an mich einfach mal als Frage stellen würden? Ja,
Konkret, ich würde gerne tatsächlich mal, wenn das möglich ist, einfach mal so ein bisschen das Umfeld hier kennenlernen, also innerhalb des Hauses. Ja. Vielleicht können wir uns da einfach mal ein bisschen umschauen, ja, wie die Räumlichkeiten sind. Vielleicht auch, wenn es die Möglichkeit gäbe, hier und da mal einem Kollegen, einer Kollegin, einer potenziellen Kollegin, Kollegin so ein bisschen über die Schulter zu schauen, dass man einfach das Umfeld mal so ein bisschen auch kennenlernt. Mhm. Würde ich mir wünschen, vielleicht in den nächsten Tagen auch. Genau, also ist für uns ganz, ganz, ganz wichtig. Ne? Mhm. Wir haben das Thema Interview am Telefon erst gemacht, jetzt heute hier vor Ort das Bewerbungsgespräch, sind so die ersten Düfte, die aufgenommen werden. Es geht dann weiter zu sogenannten Schnuppertagen, die wir ermöglichen, um einfach dann auch mal eine reale Atmosphäre zu bekommen. Ja, das heißt, wir gehen ja gleich noch drüber in den, zum Vorgesetzten, um auch da einfach mal die Personen kennenzulernen, die Büros zu sehen. Und idealerweise haben wir dann einen Schnuppertag, wo wir sagen, komm, da haben wir mal ein Portfolio vorbereitet, um eine Tätigkeit, eine Aufgabe zu zeigen mit den Büros, mit Kollegen und. Und dann kann man, glaube ich, sehr gut so die letzten Steinchen im Bauchgefühl lösen, um da eine gute, sondierte Entscheidung treffen zu können. Sind Sie jemand, der per Bauchgefühl entscheidet oder wie sind Sie Entscheidungsfinder? Jein. Ich würde sagen, ich habe ein Bauchgefühl, natürlich. Ja. Ja, würde aber nicht nur nach diesem Bauchgefühl entscheiden, sondern dieses Bauchgefühl auch immer mit in die Waagschale legen, wo auf einer Seite das Gefühl, auf der anderen Seite die Vernunft ist und dann für mich abwägen. Natürlich kann das auch unter Zeitdruck geschehen, da muss die Abwägung schneller funktionieren oder eventuell auch noch Rat von außen holen, von Kollegen, von Mitarbeitern, von Vertrauten. Jetzt im Vertrieb sehr zahlenorientiert, sehr zielorientiert, vielfach mit Provisionen verankert. Das heißt, wir sind da sehr fokussiert und so sehr professionell unterwegs und die Frage stellen, was würden Sie verdienen wollen, Herr Hertrich? Ja, es muss ja angesprochen, ich bin froh, dass Sie es ansprechen, ne? Weil ich nehme ja auch meine Bewerbung ernst und deswegen denke ich, also gerade beim Vertrieb ist es ja so, dass ich es so kenne und gewohnt bin, dass man also, sag ich mal, eine Mischkalkulation hat in dem Sinne, dass ich schon, dass wir ein Grundgehalt vereinbaren könnten, wenn wir zusammenfinden und zusätzlich eben gegebenenfalls eine Provision, abhängig eben von den gemeinsam festgelegten Umsatzzielen. Ja, das müssten wir, denke ich, würde ich mich freuen, wenn wir das ausgestalten können. Grundgehalt, wenn ich da jetzt eine Basis sagen sollte, aufgrund meiner Erfahrungen und denke ich schon, dass wir so bei, also ich würde mich freuen, wenn wir so bei 55.000 Euro Grundgehalt im Jahr landen können, plus dann eben Provisionsziele. Und diese Ziele sollten wir dann aber auch, was sowieso wahrscheinlich der Fall sein wird, dann halt in regelmäßigen Abständen, die das Erreichen der Ziele, Umsatzzahlen sind ja messbar, die dann selbstverständlich auf den Prüfstein stellen und gegebenenfalls korrigieren oder anpassen. Man muss sich bei der Frage nach der Gehaltsvorstellung selbst nicht klein machen oder sich versuchen zu rechtfertigen mit schwachen Formulierungen und Konjunktiven. Besser ist es, seine Gehaltsvorstellung klar und aufrichtig zu definieren und dazu zu stehen. Aber man sollte gut argumentieren, warum man dieses Gehalt aufgrund seiner Qualifikation und seiner Erfahrung für angemessen hält. Genau, also das wird im Grunde jährlich fixiert. Da schaut man dann gemeinsam drüber und vor dem Hintergrund wird das dann entsprechend definiert. Gut, das Thema Team. So, ist jetzt ein mögliches Unternehmen als Arbeitgeber. Ich denke, Sie werden sich noch anderweitig beworben haben. Also ja, ich habe 3-4 Bewerbungen rausgeschickt, ganz genau. Okay. Ihnen ist also auch da eher meiner Meinung nach... Status, wie sieht es da aus? Eine Einladung zum Bewerbungsgespräch, ein Telefoninterview und 2 habe ich noch keine Rückmeldung. Okay, wie ist das Ranking? Ich hoffe, das Team ganz oben steht. Sie haben es mir gerade vorweggenommen. Ja, also Sie sind die Nummer 1. Ich bin jetzt auch als erstes bei Ihnen. Tatsächlich habe ich mich als erstes bei Ihnen beworben. Und das ist jetzt auch mein erstes Vorstellungsgespräch. Aber Sie haben sich nicht nur bei uns als erstes beworben, weil wir die Ersten waren, sondern weil wir die Besten waren? Aus Ihrer Brille? Das wird sich dann ja zeigen. Also ich habe mich deswegen hier beworben, weil mir die Stelle entspricht. Ja. Und weil ich wirklich vielleicht, um das nochmal bei allem Humor zu untermauern, dass ich hier glaube, dass in dieser Stellenausschreibung, das beschreibt eine Symbiose all meiner Fähigkeiten und das entspricht dem, wo ich mich mit meinen Kompetenzen jetzt hin entwickeln möchte. Hier hat Frau Sommer wirklich eine kritische Frage gestellt. Im Gespräch hatte ich das Gefühl, dass sie einfordert, die Nummer 1 zu sein. Vielleicht hätte ich einfach sagen sollen,
Ob Sie die Besten sind, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber auf meiner Bewerbungsliste sind Sie auf Platz 1. Wie hättet ihr geantwortet? Oder anders ausgedrückt, ich halte Sie gerne auf dem Laufenden. Ja. Also, ja, wenn sich bei einem anderen, woanders noch ein Vorstellungsgespräch ergeben sollte, informiere ich Sie gerne, aber das wäre meine erste Wahl. Oder noch anders ausgedrückt, wenn Sie jetzt sagen oder nächste Woche, ohne zuvor erscheinen zu wollen, von Ihrer Seite aus machen wir das. Dann also steht meine Aussage, wir machen das. Das hört sich gut an. Wir sind auf der Suche nach Kandidaten, die genau dies sagen, die brennen zu 100% für unsere Philosophie, für unser Unternehmen, für unser Produkt. Ich überlege gerade. Sie sprachen vorhin von einer Person, die Ihnen sehr wichtig ist. Darf ich fragen, wer das ist? Ja, das ist eine sehr gute Freundin von mir. Ja. Mhm. Wenn wir jetzt im Grunde später auseinandergehen, dann nehmen Sie ein Gefühl mit aus dem Gespräch hier heute. Mich würde interessieren, was erzählen Sie dieser Person von unserem Gespräch? Ja, also ich würde der Person erzählen, ich würde sagen, du, ich freue mich, ich teile dir meine positiven Erfahrungen mit, weil für mich war das heute eine positive Erfahrung. Und ich einfach hier hoffentlich weiterhin die Chance habe, aber ich würde dir erzählen, ich habe tatsächlich das Beste getan, das, was ich mir vorgenommen habe. Ja, ob das dann genügt oder nicht, das werden Sie dann entscheiden. Und ich hoffe, dass es so dem entspricht, was Sie sich vorstellen. Aber ich werde Ihnen von meiner positiven Erfahrung erzählen und dass das aus meiner Perspektive heute hier wirklich auch zwischen uns sehr, sehr gut gelaufen ist. Hier habe ich mich wiederholt und sage eigentlich zweimal das Gleiche. Ich hatte das Gefühl, noch mehr sagen zu müssen, obwohl die Frage eigentlich schon beantwortet war. Ich fand das Vorstellungsgespräch sehr gut, hätte gereicht. Man muss auch mal einen Punkt machen können. Sie gehen mit einem guten Gefühl daraus? Ja, absolut. Okay, gut. Ja. Wenn wir jetzt heute keine Fragen mehr haben, dann würde ich das heute gerne sacken lassen. Mhm. Wir, wie gesagt, auch noch 2 bis 3 Kandidaten haben, die wir im Grunde jetzt entsprechend zu Ende anschauen. Mir ist aber ganz wichtig, dass wir dann nächste Woche beide uns nochmal resettet haben, überlegt haben, in uns gegangen sind und dann vielleicht nochmal in aller Ruhe miteinander telefonieren, uns austauschen. Und so würde ich heute auch erstmal verbleiben. Sehr gerne. Ist das okay? Rufen Sie bei oder melden Sie sich bei mir? Genau. Oder wann? Ja, ich würde sagen, dass Telefonnummer, Adressen haben wir alles da. Ich komme auf Sie zu, Herr Hettrich. Mir wäre nur wichtig, wenn sich irgendwo in den nächsten 2, 3 Tagen sich noch eine neue Situation ergibt, dass da irgendwie sich was verändert bei den anderen Bewerbungen. Nehmen Sie einen Hörer in die Hand, rufen uns an. Und dann haben wir immer den abgestimmten aktuellen Status. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank. Und wir hören von uns. Sehr gerne. Ja, bedanke mich auch für das positive Gespräch. Ich möchte auch noch einmal unterstreichen, so wie Sie es wünschen, selbstverständlich melde ich mich, falls sich was anderes noch ergeben sollte oder wie der Status bei mir ist. Aber das ist die Nummer 1 für mich und das ist wirklich mein Anliegen. Das möchte ich noch mal unterstreichen. Ich meine das wirklich sehr ernst und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn Sie glauben, dass ich da ein geeigneter Bewerber für bin, was auch anhand meiner Kompetenz und Qualifikation und meiner Kreativität, meiner Einsatzbereitschaft hoffentlich für Sie zum Tragen kommt. Also das ist mir sehr wichtig. Super. Was ich gemacht habe, wir haben noch mal so ein paar Unternehmensinformationen hier zusammengestellt, eingepackt. Insbesondere für das Thema Vertrieb, Vertriebslogistik, ProStore. Ich denke, mit Sicherheit noch mal eine spannende Lektüre für den Abend und das Thema Honigbärchen. Wir haben ja immer die Biene im Logo. Sie haben sich informiert. Dann noch mal ein bisschen mitgeben. Vielleicht der Freundin, der Partnerin bei der Gelegenheit noch mal berichten. Und ansonsten vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, so ein Vorstellungsgespräch kann eine Herausforderung sein. Aber je besser man sich vorbereitet, umso leichter wird's. Macht euch nicht zu viel Druck, denn keiner ist perfekt und auch Personaler und Personalerinnen sind nur Menschen. Habt ihr noch Fragen zum Vorstellungsgespräch? Dann schreibt es in die Kommentare und auch, wie euch dieses Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Jobware TV. Macht's gut!